Grüß Gott und hallo, mein Name ist Mario Tomasek und ich zeige dir heute einige Tipps und Tricks aus der Praxis, wie du leicht und vor allem einfach Natursteine bearbeitest. Eingangs möchte ich gleich mit einigen Vorurteilen aufräumen. Nämlich Steinbearbeitung ist schwer, das kann man nur, wenn man wirklich viel Übung hat und grundsätzlich ist es eine Frage von Glück. Nein, das stimmt keinesfalls. Steinbearbeitung ist ganz leicht, wenn du weißt, was du tust. Wichtig ist, dass du das richtige Werkzeug verwendest und vor allem, dass du leichte Werkzeuge verwendest, die du auch selber gut führen kannst. Der Rest ist nur eine Frage, wie gut du in der Lage bist, die Energie zum Spalten des Steines in den Stein einzubringen und dass du mit Ruhe und Gelassenheit an die Sache herangehst. Zum Spalten von großen und schweren Steinen, wie zum Beispiel Leistenstein, Großpflasterstein, verwende ich einen handgeschmiedeten Fäustel und ein Sprengeisen. Zum Nacharbeiten von Kanten oder zum Abschlagen von Unregelmäßigkeiten verwende ich einen Bossierhammer mit diagonal gesetzten Klingen und schräg verlaufenden Köpfen. Erforderlichenfalls kannst du natürlich auch den Stein an der Stelle, wo er brechen soll, im Vorfeld markieren. Am besten verwendest du dazu einen magischen Markierstift, damit der Stein auch entsprechend bricht. Im ersten Schritt zeige ich dir, wie du einen Leistenstein mit 20 cm Höhe und 10 cm Breite aus österreichischem Granit, und das erwähne ich insofern, weil es besonders harter Granit ist, leicht und einfach spalten kannst. Natürlich ist das in der Praxis kaum erforderlich. Ich möchte dir nur an diesem Beispiel demonstrieren, wie du die Werkzeuge entsprechend einsetzen kannst und wie einfach das Spalten solcher Steine ist. Bei jeder Art von Steinbearbeitung darfst du natürlich auch darauf achten, die richtige Schutzausrüstung zu verwenden. Handschuhe und eine Schutzbrille sind ganz entscheidend. Beim Abschlagen oder beim Spalten von Steinen können sich natürlich auch Splitter lösen und es ist ganz wichtig, dass die Augen geschützt sind. Möchtest du mit einem Sprengeisen einen Stein spalten, ist es wichtig, dass das Sprengeisen aus der lotrechten um ca. 10 bis 15 Grad verkippt ist. Denn die Vidya-Klinge ist aus der Mitte angeordnet. Wird das Sprengeisen lotrecht gehalten, sitzt dieses rasch mit dem Trägerkörper auf dem Stein auf und kann keine Energie in den Stein eingebracht werden. Daher muss dieses leicht schräg gehalten werden. Damit du eine saubere Bruchlinie und Bruchfläche bekommst, ist es entscheidend, dass zuerst das Spaltwerkzeug aufgesetzt wird und nur leicht angeklopft wird, damit sich das Vidya an den Stein gut anlegen kann. Erst der dritte oder vierte Schlag ist der Schlag, der die Energie in den Stein einbringt. Okay, dann zeige ich es jetzt hier. Voilà.